Beni, seit einer Weile wieder im Kader und dann eingewechselt worden. Was war das für ein Moment dort? Ja, ich glaube, der Puls ist schon mal ein bisschen aufgegangen, auch wenn ich schon 31 bin. Aber ja, ich hoffe, dem Justin geht es bald wieder gut und bin einfach froh, dass es so gut geklappt hat. Ja. Und du bist schon genau das Beispiel, wo man sagen kann, Comeback Stronger. Ja, mir hat gut geschafft. Mein Ziel war einfach, dass ich wieder ohne Beschwerden gut zurückkomme. Und ja, bin einfach eben froh, glücklich, dass ich so viel Platz brauche, diese Leistung. Ist nicht selbstverständlich. Ja. Ja, und dann nachher ist es nachher weitergelaufen. Ein Goal nach dem anderen, 2-0 gegen Thun. Das ist eine super Ausgangslage, oder? Ja, ist wirklich eine super Ausgangslage. Wir freuen uns alle. Morgen schauen wir dann schon auf den Montag und dann bereiten wir uns wie immer vor, wie wir schon immer gemacht haben. Hauen nochmal alles raus. Und dann war es sehr eine geile Saison gewesen. Und die Chancen sind mega gut, dass wir wieder aufsteigen. Ja, die Chancen sind super, aber es ist einfach ein Spiel, kann wieder alles passieren. Und gerne aufs Ergebnis schauen. Einfach auf das, was wir einfach das konzentrieren, was wir machen können. Und dann kommt es gut. Mario, gratuliere. Erster grossen Schritt gemacht mit dem 2-0 gegen Thun. Ja, aber wir sind uns bewusst, dass es erst Halbzeit ist. Es ist aber sicher so, dass wir lieber 2-0 führen in der Halbzeit, wie 2-0 hinten sind. Das gibt uns ein super Gefühl für eine Montag in Thun. Und jetzt möchte ich natürlich alles daran setzen, um den grossen Traum zu verwirklichen, den wir haben. Nach einer Weile ist der Beni wieder im Kader gesehen und er ist dann tatsächlich auch zum Einsatz gekommen. Ja, das ist Fußball, so schnell geht es. Beni vor zwei Tagen mitteilt, dass ich weiterhin auf Justin setze, weil er einfach den Spielrhythmus hat. Und jetzt hat der Justin einen Cut gehabt und hat müssen nahen. Und dass der Beni natürlich eine Art von 0 auf 100 gleich geht und so super funktioniert, spricht natürlich auch für seine Qualität, dass er jeden Flankenball anpflügt. Das ist natürlich enorm wichtig, gerade gegen so kopfballstarke Spieler, wie es Thun hat. Und er wird sehr eine riesige Waffe dann am Montag sein für uns. In der zweiten Halbzeit dann die Auswechslung, der Nico ist reingekommen und ich glaube mit dem ersten Ballkontakt gerade eine super Vorlage. Genau, ja, das haben wir uns auch ein bisschen erhofft, dass man da eine gewisse Lufthoheit überkommen. Er hat den ersten Ball super verlängert, dann haben wir natürlich profitiert. Der Sutter hat vom Sutter profitiert, vom Fehler. Und es ist natürlich super gewesen für uns, dass wir dort können mit dem 2-0 nachlegen konnten. Und es ist einfach so, dass wir uns jetzt sehr gut regenerieren müssen. Uns ist ja noch nicht ein Wechselfehler unterlaufen, aber wir haben es nicht so auf dem Schirm gehabt, dass wir nur drei Wechselfenster haben. Obwohl man eigentlich immer denkt, wenn du erst Halbzeit wechselst, hast du trotzdem noch drei Wechselfenster. Dem ist nicht so. Also wir haben nur drei Wechsel machen können. Und von dem her müssen wir uns jetzt sehr gut regenerieren und werden alles daran setzen, dass wir eine schlagkräftige Truppe dann auf dem Kunststrasse in Thun haben. Kannst du noch jetzt etwas verraten, wie genau du jetzt mit der Mannschaft schaffst bis am Montag? Ja, da schaffst du eigentlich nicht mehr gross. Es geht eigentlich nur mal darum, um das Spiel von heute nochmal zu analysieren, morgen sehr gut auslaufen, gut regenerieren. Sonntag gehen wir auf die Kunststrasse, auf Rückel und probieren uns dort daran zu gewöhnen, auch mit der Bälle, die sie dann spielen dort. Und dann geht es vor allem darum, dass wir Bilder anschauen vom heutigen Match, was man besser machen kann, was man wieder gleich gut machen kann, man sich wieder so gut verteidigen kann, hoffentlich wieder zu Null spielen können. Und dann, dann gibt es ein riesen Fest am Montagabend. Manuel, gratuliere, 2-0 gegen Thun, perfekte Ausgangslage, oder? Ja, ich denke so, das haben wir uns vorgenommen, oder das war das Ziel, dass wir zu Null spielen und vorne unsere Chancen nutzen. Haben wir zum Glück gemacht und schon eine gute Ausgangslage, aber es sind noch schwere 90 Minuten in Thun. Ja. Cooler Moment war schon dort die Einwechslung von Nico. Die Vorlage war sein erster Ballkontakt gewesen. Und du machst jetzt 2-0. Ja, es war extrem wichtig von Nico, dass er den Ball verlängert hat. Und ich probiert den Verteidiger zu stören, dass er nicht zurückköpfen kann zum Goalie. Und ja, zum Glück bin ich dann vor dem Tormann am Ball und habe es 2-0 gemacht. Ja. Und jetzt haben wir aber schon ganz gute Chancen, um wieder aufzusteigen. Ja, das stimmt. Ja, die Chancen sind da. Aber da müssen wir jetzt natürlich nützen am Montag. Müssen wir nochmal so eine Leistung abrufen und dann kommt das sicher gut her. Ja.